Hui, da ist immer wieder eine Menge passiert hier. Ist er wirklich hier entlang? Ja, zweifellos. Meister Diaga war in helles Licht getaucht. Dann verschwand er in die Richtung dieses Berges. Es ist hoffnungslos. Was ist los, Celebi? Auf der Spitze dieses Berges gibt es einen Zeittunnel. Weißt du, was eigenartig ist? Während meiner Gefangenschaft habe ich den genauen Ort des Zeittunnels nicht preisgegeben. Meister Diaga agierte geradezu tobsüchtig. Er ist anscheinend nicht mehr Herr seiner Sinne. Vielleicht wurde er von seinem Instinkt angepeitscht durch die erhöhte Wildheit dazu bewegt. Sein Ziel ist offenbar der Zeittunnel. Wenn Diaga in seinem jetzigen verwirrten Zustand den Zeittunnel angreift, was glaubst du, würde dann passieren, Zwerfinst? Wenn das passiert, jetzt da die Welt endlich wieder in Bewegung ist, ich kann mir nicht ausmalen, was da passieren würde. Wir müssen das um jeden Preis verhindern. Seht, das Licht ist viel heller geworden, nicht wahr? Die Sonne geht auf. Bald bricht der Tag an. Die Erholung hat lange gedauert. Reptane und ich werden ab hier. Wir werden ab hier zusammen mit Celebi ein Dreierteam bilden. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um Master Diaga aufzuhalten. Aber die Zubiris mitzunehmen würde uns in unserer Bewegungsfreiheit einschränken. Wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen, wäre das das Ende. Verstanden. Also gut, lasst uns die nötigen Vorbereitungen treffen und dann nichts wie los. Meister Zwirfinst, Reptane Celebi. Was ist denn? Wir sind auch bereit. Für eine bessere Zukunft. Meister Diaga muss einfach wieder zu Sinn kommen. Ja, ich verstehe. Das wird der finale Kampf sein. Wir müssen Meister Diaga wieder zur Vernunft bringen. Er hat recht. Dafür habe ich die ganze Zeit gekämpft. Noch ein kleines bisschen. Nanu, was war das? So, sag bloß nicht. Sag mir bloß nicht. Reptane, was ist passiert? Ach, gar nichts. Kilian, noch ein kleines bisschen. Alles, was wir bis jetzt erreicht haben. Nur noch ein kleines bisschen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Jetzt noch einmal die letzten Kraftreserven mobilisieren. So. Weil in meinem ganzen Gepäck immer noch kein wirklicher Platz ist. Typisch. Sollte aber eigentlich funktionieren.
Pokémon, die einen Zwinger haben. Level 48, nett. So eine Möglichkeit, wie man so einen Ninja-Turm auch besiegen kann, ohne dass man eine effektive Attacke hat. Wurf-Items. Wir finden es auch nochmal auf Level 47. Ja. Macht den Endkampf dann am Ende schon nochmal ein bisschen einfacher. Haben wir schon wieder fast geschafft. Celebi, wir sind schon ganz schön weit gekommen. Wo sind wir? Ist es noch weit bis zur Spitze? Nein, überhaupt nicht. Die Spitze ist schon in greifbarer Nähe. Ich habe mir Gedanken gemacht, was passiert sein könnte. Immerhin haben wir Meister Dialga bisher noch nicht gesehen. Stimmt. Vielleicht ist es so, weil Dialga schon die Spitze erreicht hat. Beeilen wir uns. So, dann speichern wir hier nochmal. Aus dem Melodie hier kann ich eine leichte Note vom Zeitturm raushören. Oh, da habe ich die Treppe gesehen. Thank you.
da mal wieder was vergessen. Dass solche Wurf-Items, dass man die hier noch nicht, Super Mystery Dungeon ist es so, dass man solche Wurf-Items und allgemein auch alle Attacken, die irgendwie Reichweite haben, dass man die durch die Verbündeten benutzen kann, dass die durch die durchfliegen, ohne dass die getroffen werden. Das ist hier in diesem Spiel noch nicht so, da bräuchte man eine besondere Fähigkeit dafür. Teammates war schon alle wieder gefunden, aber zumindest gleichzeitig auch die Treppe. Rieseneisbergspitze. Ich wusste es. Ich wusste, dass du die Spitze schon erreicht hast. Schattenjäger. Alles in Ordnung? Ja, bis auf. Sieht so aus, als ob sich die Jäger vor Schmerzen krümmt. Der Planet bewegt sich wieder. Dies fügt dem verdunkelten Herz von Meister Diaga wohl Schaden zu. Celebi, dort hinter Diaga. Ja, der Zeittunnel. Es könnte gefährlich sein, wenn der Zeittunnel beschädigt wird. Dieses Gebiet. Nach und nach verschwinden in ihm die Spuren des Zeitstillstands. Es wird heller. Der Wind hat zugenommen. Oh, Licht strömt aus dem Körper von Diaga. Aus unseren Körpern ebenso? Die Geschichte wird verzerrt. Geschichte verzerrt? Uns läuft die Zeit davon. Das Ende kommt immer näher und näher. Wie bitte? Bis zu unserem Verschwinden sollten wir alles Mögliche tun, um Meister Diaga wieder zur Vernunft zu bringen. Genau. Im Namen der Zukunft. Dieser Kampf wird unser letzter sein. Gideon, Digi, bitte, meine Kräfte. Sie dürfen mich jetzt nicht verlassen. Auf geht's! Diaga-Team. Okay. Ui, Celebi hat einen Boost mit der T-Kraft bekommen. Das ist nice. Gut, Diaga greift wieder nicht an. Oh, Celebi kriegt gleich noch einen Boost von Antikraft. Okay. Und noch einer. Celebi wird hier gerade zum MVP. Und Celebi hat ihn besiegt.
Also, es ist confirmed, Celebi for Ubers. Mein Körper fühlt sich so schwer an. Aber wir haben es geschafft. Ja, das haben wir. Wir haben Schattenjäger endlich besiegt. Der Tagesumbruch steht kurz bevor. Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten. Lasst uns einfach auf unser Verschwinden warten. Unsere gemeinsame Reise geht zu Ende. Wir werden blasser. Dialga. Zwerfinst. Oh. Auch Celebi. Reptane. Reptane, bitte sage mir. Meine Taten. Sprechen sie für sich. Ja, ohne Zweifel. Dann war es mir das wert. Ich habe nicht gezaudert. Bis zum Schluss nicht. Ganz ehrlich. Ich habe einfach gehandelt. Reptane, du hast es mir gezeigt, dass Taten für sich sprechen. Dank dir habe ich. Es gibt für mich nichts zu bedauern. Zwerfinst. Vorbei. Auch ich so langsam. Celebi. Celebi, geht es dir gut? Ja, ich bin in Ordnung. Das ist... Oh, die Morgensonne. Sie ist aufgegangen. Siehst du sie, Celebi? Es ist die Morgensonne. Das ist also die Morgensonne. Ich hatte ja keine Ahnung. Eine Welt, in der die Sonne aufgeht. Wie schön das ist. Die Sonne. Ich wusste nicht, dass sie so warm sein würde. Dass ich die Sonne noch einmal sehen darf und dass ich sie gemeinsam mit dir sehen darf. Das macht mich so froh. Dass ich mit dir hier sein darf. Das macht mich so froh. Ja, mich auch. Auf Wiedersehen, Reptane. Ich bin so froh. Wir sind immer noch hier. Ich bin nicht verschwunden. Warum nicht? Das stimmt. Wir verschwinden gar nicht. Ich dachte, wir müssten verschwinden, als die Geschichte geändert wurde. Daher, warum jetzt doch nicht? Wir sind wirklich alle noch da. Juhu, aber ich kann mir nicht erklären, warum wir erst verblassten und dann doch nicht verschwanden. Wie dem auch sei, wir sind alle noch da. Alle in Sicherheit. Findet ihr das nicht auch einfach wunderschön? Wenn es wirklich so passiert ist, wie deutet das also? Es ist ein Wunder. Können wir es so nennen? Nein, das war kein Wunder. Dialga. Meister Dialga.
Lange Zeit war ich in Dunkelheit gehüllt. Und während dieser Zeit machte sich in der Welt das Chaos breit. Mit Meister Dialga. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Jetzt, da die Ordnung wiederhergestellt ist, werde ich diese neue Welt von Anbeginn unterstützen. Das ist... Sind das die telepathischen Kräfte von Meister Dialga? Wow! Das Land, es ist ergrünt. Was für ein schöner Anblick. Das war Dialga, die Kräfte von Dialga. Meister Dialga. Dialga, ich habe eine Frage. Vorhin, als wir nicht verschwunden sind, du sagtest, das sei kein Wunder gewesen. Hast du also dafür gesorgt? Nein, das war ich nicht. Meine Macht genügt nicht, um euer Verschwinden zu verhindern. Aber ein Wesen, das über mir steht, die Macht dieses Wesens, sie könnte es gewesen sein. Es war wohl diese Macht, die gewaltet hat. Das mag sein. Und deswegen muss ich euch danken. Es ist wunderbar, dass ihr für mich diese Welt von der Dunkelheit befreit habt. Ich bin euch wirklich, wirklich dankbar. Euch und denjenigen, die in der Vergangenheit die Lähmung des Planeten aufgehoben haben. Euren Freunden. Das stimmt. Wir sind immer noch da. Kilian, du auch. Ich hoffe auch, du bist in Sicherheit. Wenn du auch nicht verschwunden bist, bist du auch nicht verschwunden. Bist du noch da? Und Fliegi, du hast du das Schicksal der Pokémon der Zukunft geformt, als du den Lauf der Geschichte verändert hast. Mein Schicksal und auch das von Kilian. Ich erwarte, dass du es selbst herausfinden wirst. Aber schon jetzt. Was denkst du jetzt? Wind, Licht, ich bitte euch. Überbringt meine Nachricht. Bitte bringt sie zu Kilian und Fliegi. Durch eure Bemühungen wurde die Zukunft von der Dunkelheit befreit. Und wir, die anderen Pokémon der Zukunft, wir sind frei. Wir sind nicht verschwunden. Wir werden unsere Kräfte vereinen und die Welt wieder aufbauen. Celebi zu ehren, das mich den ganzen Weg über begleitet hat, bis hierhin. Wichtiger als alles andere ist, wir sind noch da. Kilian Flee, könnt ihr mich hören? Das Leben geht weiter. So. 2 Stunden habe ich gebraucht für die Bonus-Episode. Womit das jetzt mit Abstand die längste Bonus-Episode war. Und jetzt brauche ich erstmal definitiv wieder eine Aufnahmepause. Es ist nämlich schon wieder fast 3 Stunden, dass ich hier aufnehme. So, das ist, denke ich mal, das letzte Mal, dass wir hier die Stuff-Credits sehen. Ist ja auch immerhin schon das 6. Mal. Und ja, damit haben wir die letzte Bonus-Episode jetzt auch abgeschlossen. Und jetzt wissen wir auch, was mit Reptain und Zwirfins passiert ist, nachdem sie in die Zukunft zurückgegangen sind. We'll be right back.
Ende. So, 7000 Poké haben wir. Ja, da werden wir ein bisschen was zerstören müssen. Weil ich glaube nicht, dass wir hier so viele Sachen brauchen. Wir brauchen hier nicht mehr so viele Top-Elixiere. Gelegenheit, um das ganze Zeug hier mal loszuwerden. So. Dann die dann nehmen wir mit. Die Belebersamen sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Erstarrorbs und die Stopperorbs. Und dann schauen wir mal, wie viel noch reinpasst. Okay, das war's schon. So, nun ist, lass mal da. Okay. Bonus-Episode Nummer 5 vorbei. Wir haben jetzt alle abgeschlossen. Das nächste Mal machen wir dann hier wieder weiter. Dann kann man, wir haben noch die ganze Post-Story vor uns. Bis jetzt haben wir ja nur die Gildenabschlussprüfung gemacht. Da kommt noch eine Menge mehr. So. Aber wie gesagt, ich brauche jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, macht's gut. Und immer schön viel Spaß beim Zocken haben. Das ist immer wichtig. Niemals vergessen.